Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir haben das letzte Mal erfolgreich gedockt und haben unsere Station endlich, im Ansatz bereit. Und hier will ich gar nicht hin. Ups, ich will hier hin. Ich will mal gucken, was wir alles so an Funktionen haben, die wir in den Orbit schicken könnten. Mit unserer schönen Konstellation. Die hat ja sogar gar nicht mehr so schlecht funktioniert hier. Die können wir uns mal... Wir können hier nämlich, nicht Action Groups, wo war denn das? Wo war denn das? Enable Advanced Mode. Genau, wir können hier nämlich Custom Sachen hinzuadden. Ich will keine Kategorie hinzu... Oh, okay. Keine Kategorien hinzuadden? Okay. Ich hätte gerne eigentlich nur dieses Teil irgendwo... Kann man denn das hinlegen, damit das... Okay, Filter wollen wir eigentlich gar nicht haben. Wir wollen... Kann man die jetzt hier hoch? Do you want... Ups, das wollte ich nicht, nein. Ich wollte eigentlich dieses Teil mir hier speichern. Das ging doch mal. Allerdings weiß ich nicht mehr wie... Wie ging das? Kann man das da hinziehen? Nee. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. Filter. Ah, da, genau. Und da müssen wir wahrscheinlich hier auf das Plus drücken. Nee. Müssen wir das einfach da hinschieben? Nein. Ah, halt! Zurück. Danke. Da ist die Drop Zone. Und zwar nennen wir das Ganze Big Starter, weil ich keine Ahnung habe, wie ich es nennen soll. Ist mir auch egal. Ich weiß ja, was ich damit meine. Ich weiß dann, wenn ich den hier raus, kann ich hier rausklicken und habe dann dieses schöne Teil immer da. So, Fakt ist, wir brauchen eine neue Rakete. Die kann dann, das kann dann mal hier kurz verschwinden. Die muss. Ach, guck mal, hier haben wir ein Processing Lab. No longer you are limited to the research facilities you own. Kevin, this you can be research data to collect. To be sure, check back. Achso, das ist das, womit ich das aufbereiten kann, wenn ich es dann verschicken möchte. Ja gut, das bringt mir jetzt nicht so viel eigentlich. Eine richtige Station habe ich nicht, ne? So ein Science Lab. Das werde ich wahrscheinlich freischalten müssen. Gucken wir uns mal kurz um. Aber wahrscheinlich muss ich das wirklich freischalten. Das ist ein bisschen blöd. Das wird sich wahrscheinlich irgendwo hier befinden dann. Wahrscheinlich hier? Nö. Hm. Wo befindet sich das Science Lab? Da vielleicht? Nee. Da? Nein, da? Wo ist das? Das ist... Achso, das ist das. Okay. Wo befindet sich das Science Lab? Befindet sich das erst hier hinten? Mir wurde geschrieben, dass es das gibt. Ich meine auch, es schon mal gesehen zu haben, ehrlich gesagt. Weiß ich nur nicht, wo. Der Thermo... Der Thermo-Ding, interessant, den habe ich nie verwendet, dass der so weit hinten steht. Drone Core. Was auch immer der kann. Ja, hier haben wir nur für Satelliten, die will ich eigentlich gerade gar nicht. Die sind nicht so interessant für mich, ehrlich gesagt. Nee. Hier haben wir auch nichts. Ja, wo ist denn das? Science Lab, das Gute. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Processing Lab habe ich gefunden, aber Science Lab? Ist doch nicht das gleiche, oder? Hey, irgendwie ziemlich lame. Wo habe ich denn das... da habe ich die Viermann-Kapsel gefunden. In welcher Tech-Tree war denn dieses Processing-Ding drin? War das hier drin? Ach ja, guck mal, hier ist es drin. Dann müsste ja eigentlich auf dem gleichen Weg... aber ist es nicht, ne? Nee. Nee, hier ist nicht das Science Lab drin. Das steht schon mal fest.
dann irgendwo hier. Was ist das da? Ach, guck mal, den hätte ich auch gerne. Aber what the fuck? Was brauche ich denn dafür noch alles, dass ich den krieg? Okay, interessant. Das ist nur so eine Struktur, die eigentlich ganz nett ist. Hm, okay, ich weiß es nicht. Muss ich gestehen, ich weiß es echt nicht. Das hier wäre auch interessant freizuschalten, aber wir haben kein Ding mehr. Keine Punkte mehr. Entsprechend müssen wir erstmal hier Leute holen, die in einem Space Center für lange Zeit leben wollen, also in einer Space Station. Und dann schicken wir diese auch gleich mal zum Mond. Halt zur Space Station. So, da haben wir den Ding hier. Ich würde sagen, wir bauen jetzt ein Transportvehikel, welches als Rettungskapsel dient? Nein, oder? So Rettungskapseln? Ja doch, so ein Rettungskapselsystem wäre schon ganz nett, oder? Wie könnte man das denn realisieren? Die Rettungskapseln bräuchten auf jeden Fall einen Antrieb. Ich habe da eine Idee, ehrlich gesagt, gerade. Für den Fall der Fälle, dass irgendwas schief geht, müsste man ja in der Lage sein, sich zu retten können. Deswegen bräuchten wir hier so eine selbst angetriebenes Teil. So. Welches dann aber den Eintritt auch überlebt. Weshalb das hier eigentlich keinen Sinn macht. Vielmehr so. Ich glaube, das ist eine dumme Idee, die ich jetzt habe. So, weil ich wollte dann eigentlich da unten dran Heatshields machen. Nee, das ist eine dumme Idee. Komm, wir machen jetzt erstmal ein Transportvehikel, welches wir dann unkontrolliert, also ohne die Crew zurückschicken können, beziehungsweise theoretisch auch mit der Crew, ohne die Crew auch theoretisch von vornherein steuern können. Einfach damit wir... Was ist das? Das ist so einer, oder? Das war ein unbemannter. Genau. Dann kriegt ihr das auf die Nase. Sieht doof aus, aber egal. Das ist dann unser Returning... Das kommt dann praktisch einfach zurück. Also das retten wir dann. Und da brauchen wir keine Fuel-Tanks für zum Retten. Wir brauchen dafür nur Fallschirme und... Ja doch, komm. So ein Fuel-Tank, das ist ja eigentlich egal. Das soll einfach nur wegkommen wieder. Ja, wir können es mal safe landen. Einfach nur so ein bisschen für ein bisschen Feeling im Weltall. Als ob man versuchen würde, die ganzen Dinge zu retten, dass man es eigentlich muss. Ist jetzt mal nebensächlich. Das versuchen wir dann also zu retten. Das heißt, dann muss man das doch dekappeln. Den Decoupler hätte ich gern. Und ich brauche die Heatschilde. Heatschilde. Wo sind die denn? Ach, da sind die, ne? Ja, das ist ein großes Heatschild. Danke. Decoupler und dich. Da dran. So, es sollte ja eigentlich kein Problem sein, denke ich mal, jetzt eine Rakete zu bauen, die in den Orbit kommt und wieder zurück. Eine kleine. So, die Kappler. Ich bin immer verwirrt von diesem System. Ich bin immer verwirrt. Ich weiß auch nicht warum. Rosa Tank, kleiner Tank. Und seitliche die Kappler. Achso, ne, wollen wir ja immer nur zu zweit machen. Ups. So. Dann noch hier einen. Auf die Beine von dem anderen praktisch. Und da einen. Genau. Und die Teile. Für die Leute, die sich übrigens wundern, wie ich das immer so kopiere und rüberziehe, einfach die Alt-Taste gedrückt halten und auf die Teile draufdrücken. Also, ich zeig's euch gleich mal. Wir nehmen zum Beispiel hier die Engines, die wir jetzt brauchen werden, drücken die Alt-Taste, Linksklick, Alt-Taste, Linksklick, fertig. So, jetzt noch die Fuel Lines, die sind sehr wichtig. Ach, da sind sie, ja. Von dich zu dich, von dich zu dich und von dich zu dem da unten. Sehr gut. Welche müssen dann zuerst gekappelt werden? Die Dinger hier, ne? So, wir brauchen zwei neue Stages. Die Teile müssen zuerst weg. Dann müssen die Teile weg und danach die anderen. Perfekt. Und Struts noch. Struts, da. Perfekt.
Und dann haben wir das auch eigentlich schon so aufgebaut. Ich denke, das sollte reichen, um in den Weltall zu kommen. Haben wir noch hier solche Verstrebungen hin, dass die einfach ein bisschen stabiler sind. Und Nose Cones dürfen wir nicht vergessen. Hier die schönen Nose Cones, die mag ich mehr. Muss ich gestehen. Als die anderen. Die ist einfach schöner. Und dann haben wir es, oder? Können wir die Besatzung reinpacken? Wen brauchen wir denn da oben? Wir haben jetzt auf jeden Fall da oben einen Piloten. Das heißt, wir brauchen einen Engineer. Wir vielleicht nicht unbedingt Bill, sondern einen Random Engineer. Hier so ein genau, Katik Kerman. Da, die da. Die kommt da jetzt rauf. Wir können eigentlich Jeb wieder retten damit, mit dieser Rakete. Weil Jeb ist ja jetzt da draußen, aber eigentlich ist ja Jeb unser Meisterpilot. Das heißt, er sollte ja auch wieder irgendwann zurückkehren. Könnte man machen, indem wir einfach Jeb zurückkehren lassen. So. Mit dieser Rakete hier. Wir heben ab. Wir haben keinen Dockingport dran. Weil wie gesagt, das Ding soll nicht dran docken, das soll nur hinfliegen. Nah genug und dann wird ein Pilotenaustausch stattfinden. Unser Pilot ist hier sowieso nicht wirklich notwendig aktuell. Da wir eine... Ups. Das ist natürlich voll gewollt gewesen. Das nennt sich Bodenangriff auf Kerbin. Wir wollten ja schon lange mal alles hier zerstören bei Kerbin. Jawoll. Ja, 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 das war mit Absicht. Doch, doch. Das war nur zum Testen, ob... Ja. Doof gelaufen, wenn man so schnell drehen muss. Mein Fehler. Ganz klar. Aber ich sehe eh, dass wir am Ende der Folge sind. Da haben wir ja nicht viel erreicht, die Folge. Tut mir leid. Aber wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, mein Name ist Light, over and out.